Moin Fußballfreunde, es ist mal wieder soweit. Fabiano guckt Fußballshorts. Let's go, wir starten hier mit Man City gegen Liverpool Vergleich 2024. Ederson oder Alisson? Ausgeglichen, sagen sie. Ich würde trotzdem, glaube ich, noch mit Alisson gehen. Walker Arnold, eindeutig. Unentschieden. Gehe ich mit Alexander Arnold. Diaz van Dijk, gehe ich aktuell mit Diaz. Oh, die gehen beide zu Van Dijk. Stones statt Konaté. Die gehen mit Konaté? Oh, ne, das ist ja knapp, aber Arke Robertson, da gehe ich mit Robertson die Saison. Jawollek, 8-2. Rodri Endo, ganz easy, Rodri. Jawolski. De Bruyne McGillis, da können die wieder aufholen jetzt, aber De Bruyne, ja, Man City holt auf. Foden Soboschlei, auch klar für mich. Foden, come on. Bernardo Silva, Salah. Ja, das ist ganz, ganz knifflig, aber Salah ist wahrscheinlich individuell noch ein Ticken besser als Bernardo Silva, obwohl der auch richtig Killer ist. Haaland Nunez, da braucht man nicht diskutieren, natürlich der Erling. Auch wenn er diese Saison nicht so gut spielt wie letztes Jahr, aber die war halt auch richtig krank, diese Saison. Doku Luis Diaz würde ich, ja, unentschieden würde ich mit, aber wie Luis Diaz auch im Spiel gegen City, was der für einen Turbo hat, was der für einen Motor hat, was der für eine Lunge hat, unglaublich. Aber, und Doku fehlt halt noch der Abschluss. Dribbling ist aber schon wirklich richtig, richtig stark. Guardiola Klopp. Oh, 13-11, da will ich, glaube ich, in den Kommentaren sehen. Was haben wir da? Stones Disrespect is crazy. Das sehe ich auch so. Luis Diaz über Doku und Walker, ja, beide gleich. Aber hat denn keiner was gesagt, dass wirklich Guardiola besser als Klopp ist? Na, okay, hier unten ist einer. Klopp! Aber da bin ich auf eure Meinung gespannt. Wen findet ihr besser? Pep Guardiola oder Jürgen Klopp? Schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Wir gönnen uns jetzt legendäre Speeds 2010 bis 2023. Gareth Bale macht den Anfang. Oh ja. Das war gegen Barca, wo er Marc Bartra ausgelaufen hat. Im Copa del Rey Finale oder Halbfinale, glaube ich. Adama Traoré 2021. Junge, was ist das für ein Sprint? Was ist das für ein Turbo? Guckt euch das mal an. Ich mach das mal nach. Oh, ich hau hier fast alles runter. Da, habt ihr es gar nicht gesehen, so schnell war ich, ja? So, ich weiß das. Mbappé 2018, das ist der Sprint gegen Argentina. Sehen wir auch das Tor, das er da geschossen hat, denn da hat er nicht vorbeigelegt. Da hat er den Elfer rausgeholt. Cristiano Ronaldo ist der Mann aus 2010, aber wer ist bitte er hier oben? Das, Vasquez? Keine Ahnung, ich weiß nicht, wie der Kerl. Cristiano Ronaldo mit der Nummer 9 damals bei Real, das war in der ersten Saison. Brahim! Ups! Das ist Brahim, den hätte ich hier gar nicht erkannt, Bruder. 2023 hat der so einen Speed hingelegt. Schisch. Guck mal, der zieht da an Jan Oblak vorbei. Hat er den Abschluss? Der hat ein Tor gemacht, Junge. Das hat auf jeden Fall einen Daumen hoch verdient. Oh, und die Kommentare sagen, Stat Bale Run, der war wirklich unglaublich. Bale's Run was amazing. Der ist der legendärste wahrscheinlich. Aber jetzt haben wir ein Football-FIFA-Ultimate-Team-Battle im Real-Life. Team Billy gegen Team Jeremy. 5 Spieler. Einmal hat er De Gea hier gezogen mit einer 91 damals. Was sind denn das für Karten? FIFA 19-Karten. Ist das so alt hier? Nee, das ist ein Monat her. Ich verstehe es nicht. Okay, sie haben einfach Retro-Karten. Neuer mit der 90 damals. Zack. Jawohl, den bekommt er. Das ist natürlich interessant jetzt. De Gea ja gar nicht in FC 21, FC 24 drin. Varanski, 86er. Knallt brutal rein. Marcello dahinter noch mit dem Manuel Neuer. Jawohl, guck mal. Und Hummels hier mit einer 89 noch am Start. Ja, jetzt wird es aber richtig heftig. Oh, den zieht er richtig Wolle auf Cristiano Ronaldo. Wisst ihr eigentlich, was Cristiano Ronaldo für eine Alarmanlage hat? Ich sag's euch, eine Sirene. Versteht ihr? Wegen Sirene und und hört sich ähnlich an. War nicht lustig, okay? Ja, okay. Ich fand, ne. Aber den Schuss finde ich richtig knackig auf Luka Modric. Jawohl, da sehen wir dann gleich die Five-a-Sides-Team. 2 Spieler fehlen noch. Einmal Toni Kroos mit einer 90. Der ballert Brutalovic. Und den zieht er jetzt wieder mit dem Volley durch. Boom, schön auf De Bruyne oder Neymar. Wer war es denn jetzt? Ja, er hat Neymar genommen, okay. Den letzten Spieler für beide Teams. Einmal Eden Hazard. Da haben wir das Team schon mal fertig. Und das andere noch mit Messi. Ja, oh mein Gott. Hier Modric, Neymar, Messi, Marcelo und Neuer. Versus De Gea, Hazard, Varane, Kroos und Ronaldo. Wer würde das gewinnen? Ich habe hier leichte Tendenzen, dass das rechte Team macht. Mit den beiden Brasilianern, Messi und Neuer, dem besten Torwart aller Zeiten. Die andere Seite hat halt vor allem Ronaldo und Kroos. Naja. Jetzt gucken wir uns an, Freunde. Ausgewechselt. Wie reagiert ihr? Verschiedene Spieler, wenn sie ausgewechselt werden. Bitte wechsel, hallo. Johnny, komm runter. Komm runter jetzt, komm runter, du. Der Sprinter, was macht er? Ja, okay, gut. Zack, er macht den Forrest Gump. Er zieht einfach durch. Ja, Schiri, wechsel nochmal bitte. Der Arrogante. Was macht der Arrogante? Was ist?
ist der verrückt? Hat eine Ingolstadt-Jacke an und denkt sich so, ja, ich bin eine absolute Übermaschine hier, ne? Also komm. Alter, ich bin der beste Spieler auf dem ja. Platz, Mann. Nee, nix da. Ich geh nicht runter. Keine Widerrede! Runter! Ja, okay, Mann. Boah. So ein Scheiße. Ja, er hat überhaupt keinen Bock, hier runter zu gehen. Zack. Junge, ja, keine Hand. So. Ah! Demi, komm runter. Gutes Spiel gemacht. Und der lässt sich nicht auswechseln, a.k.a. Kepa. Jawohl, Junge, auf geht's, komm. Niemals, nee. Was ist mit dir? Nee. Ich hab 3 Tore geschossen. Geh nicht runter. Ah, Demi, komm, heul nicht so rum, komm runter jetzt. Nee. Kein Bock. Was hast du gesagt? Niemals lass mich auswechseln. Ey, super Spiel, Demi. Fühl ich. Er geht trotzdem, er geht immer noch nicht. Das hat jetzt schon mal das Like verdient hier. Zack, da muss ihm der Trainer nachspurten. Ist das ja, gut, ist das gut. Weil Gaucho, der Kollege, richtig gute Videos. Abonniert den Kerl gerne auch mal hier. Wir sehen in den Kommentaren, er läuft wie Rüdiger am Ende. Oh, ich hab das Ende, oh, das Ende. Ja, ja, dieses, ich liebe es. Jetzt geht's ins Tic-Tac-Toe hier im Fußball. Paris gegen Bayern. Was macht sie? Komm, aufdribbeln, zack. Und dann, ja, oben in die Mitte. Oh, starke Moves von ihm in die Mitte. Jetzt muss sie, warum schießt er in die Mitte? Das war völlig sinnlos. Jetzt muss sie irgendwo oben zumachen. Oh, nee, nee. Ach so, sie kann sich das nochmal schnappen. Komm, jetzt muss er, was machst du, Bruder? Wenn sie jetzt unten trifft, ist vorbei. Aber sie haut oben rein. Okay, jetzt musst du diagonal unten auch noch absichern. Aber wenn du unten absichern, oh, okay, der war gut. Der war gut. Und sie kann aber trotzdem oben rechts Gauss machen. Nee, macht sie nicht. Er hat eine Chance, er hat 2 Chancen, unten rechts oder oben in der Mitte. Mach es, Bruder, er macht es, der Messi macht es. Paris da schon mal schlägt den FC Bayern mit 2:1. Kriegt trotzdem den Daumen nach oben. Und hier der erste Kommentar, who saw this in 2024? Ich hab das in 2024 gesehen. Nice, oder? Oh, Freunde, jetzt wird's aber knackig. When players humiliate goalkeepers, wenn Spieler den Torhüter blamieren. Zack, was macht Neymar? Einfach frech drüber. Und der kommt noch so raus, so. Pachau! Aber hat daneben gegriffen. Das ist halt dann schlecht. Der rollt den ganz, ganz locker, flockig rein. Easy. Messi, gut, der verarscht sowieso die ganzen Torwärter. Ah, da kommt er noch. Eine schöne Umarmung gibt's noch oben drauf. So nah am Goat werden du und ich wahrscheinlich nie dran sein. Aber man soll ja das nicht immer ausschließen. Cavani, Ballrolle. Ha, einfach den FIFA-Move gemacht, ganz easy, zack, Mesut Özil gegen Ludogorets Rastgrad, das Tor war sowieso absolut Premium in der Euroleague, lässt alle aussteigen und bleibt dann einfach noch kühl vor dem Tor, Neymar und Jesus, oh, mit dem, er war abseits, aber mit dem Rabönerchen, aber wenn du das Tor dann machst, dann bist du der König, let's go. Und apropos König, er ist auch der König, Busch, zack, den haut er da Wolle oben rein. Sie wird nicht mit ihm sprechen für eine Woche, wenn er den daneben haut. Maschine, er denkt sich so, komm, hab ich endlich meine Ruhe. Das gibt einen Daumen nach oben. Was sagen die Kommentare? Ja, da. Er hat's verstanden. Don't threaten me with a good time. Oh mein Gott. Wenn du bei diesem Video lachen musstest, freue ich mich über einen Daumen hoch als Support. Und als nächstes kannst du dir auch noch das Video angucken, wo ich auf Shorts reagiere. Viel Spaß.